Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Commentary auf meinem gerebooteten Channel mit neuem Design, neuen Videos, Let's Plays für euch, Vlogs und was weiß der Teufel. Wir sehen ein Gameplay auf Baccarat, einer sehr schönen Map, wie ich finde. Relativ verwinkelt, ist Geschmackssache, ich finde sie ganz gut, obwohl man hier sehr schön von Snubbern erwischt wird, gerade auf diesen langen Geraden, wie man hier sieht. Zack, tot. Bin dann nicht ich. Ich joine erst ca. 2 Minuten später. Da das Match schon angefangen hatte und ich ein Match gesucht habe und reingejoint wurde, also reingeschoben wurde. Ich spiele mit einer Scar-L mit Augenvisier und Scheinwerfer. Als Secondary habe ich dabei den Javelin-Raketenwerfer gegen UAVs und Angriffshelikopter oder Cobras. Als Perks habe ich am Start Hardliner Pro. Ruhige Hand Pro und Marksman. Als Killstreak habe ich mir die Spezialisten Killstreak eingepackt. Ja, als Noob spiele ich mit Spezialisten Killstreak. Warum, sage ich euch gleich. Und zwar auf der 2 Assassin Pro, auf der 4 Quick Draw Pro und auf der 6 die Pferdelunge, die Extreme Condition. Ja, MW3, was gibt's zu sagen? Mir gefällt es sehr gut, sehr viel besser als Black Ops. Vor allem diese neuen Killstreak Packages gefallen mir sehr gut, da auch unerfahrene Spieler wie ich mit der normalen Specialist Killstreak relativ große Erfolge haben können. Und auch mit der Support Killstreak, wo man keine Punkte abgezogen bekommt, wenn man stirbt. Ich finde es richtig gut. Auch die anderen Killstreaks, also die Assault Killstreak mit den ganzen neuen Spielzeugen, sind sehr gut gemacht. Obwohl ich noch nicht ganz so perfekt finde, ich komme mit den Assault-Killstreaks noch nicht ganz so gut klar. Ich sterbe meistens schon vom Kampfhelikopter, also von der Cobra. Da muss ich noch etwas trainieren, aber naja. Vielleicht seid ihr live dabei, wenn ich trainiere und besser werde. Und ja, das ist auch schon beim Thema, mein Kanal. Auf meinem Kanal werde ich euch demnächst Let's Plays präsentieren zu Spielen aus meiner Sammlung, aus meiner großen Sammlung, die ihr links unten in meiner Beschreibung findet. Das sind unter anderem Batman, Arkham City und Arkham Asylum, alle Assassin's Creed Teile bisher, Battlefield, Dragon Age 1 und 2, jetzt ganz neu Skyrim. Wenn ihr das so Let's Play sehen wollt, dann schreibt mich an. Uncharted würde ich sehr gerne kriegen. Und ja, ihr werdet Gameplay Commentary sehen zu MW3 oder Battlefield 2. Wenn ihr wollt, auch zu Assassin's Creed, weil ich da eher ein anderes Projekt starten will, und zwar einen kleinen Guide, wie man sich in Assassin's Creed Revelations ganz gut im Multiplayer-Modus lernen kann und auch ganz gut spielen kann im Multiplayer-Modus. Außerdem würde ich gerne mit euch zocken, und zwar Battlefield 3 und MW3. Und ich suche für Battlefield 3 noch einen fähigen Helikopterpiloten und einen fähigen Sniper. Als Sniper solltet ihr auf alle Fälle nicht nur rumliegen, sondern auch Gegner markieren und Objective spielen, also bei Rush auf Bomben liegen wollen und bei Eroberung auch mal eine Flagge einnehmen. Also nicht bloß rumgammeln, sondern auch mal bitte was machen. Und was auch noch sehr praktisch wäre, wäre ein Helikopterpilot. Ja, genau so einen. Ich hätte gerne einen Piloten, der gut fliegen kann, weil meine Helikopter-Skills reichen gerade mal so zum Starten. Zum Punkt fliegen, abspringen und versuchen halbwegs gut zu landen und um viel Energie zu verlieren. Also ich kann das Teil nicht landen, etc. Geschweige denn schießen damit und fliegen gleichzeitig. Das ist vielleicht ein sehr schön Death von mir, total sinnlos. Der Typ droppt sich um die Ecke, erschießt mich und ich sehe ihn fliegen. Warum ich nicht drauf geschossen habe, frage ich mich heute noch. Es wäre so viel besser gewesen, aber naja. Ja, den haben meine Kollegen schon abgeschossen, den UAV. So, zum Thema Helikopter. Ja, ich kann selbst total schlecht fliegen. Also es wäre ganz gut, wenn ihr gut fliegen könntet. Und allgemein auch Rushed oder Eroberung spielt. Da ich einfach Team Deathmatch auf Battlefield sowas sinnlos finde. Und für MW3 suche ich einfach Leute, mit denen ich den Spec Ops Modus spielen kann. Oh, schnell. Geschützmesser. Und zack. Und ja, den kriege ich noch. Gleich kommt ein schöner Kill. Gammler Kills sind immer ganz toll. Huch, da liegt der einer. Oh, und zack.
Immer schön Muscle Cane. Gammer immer schön mit Muscle Cane, das ist am besten. Das ist gut fürs Ego. So, Doppelkill. Jetzt gab es die Pferdelunge. So, meine Kollegen haben jetzt eine UAV draußen. Und ich sehe, dass da irgendwo ein Typ hockt. Draußen hockt er nicht, im Haus hockt er. Und da. Und das kommt jetzt natürlich, das Messer. Zack! Ja, für MW3 suche ich Leute, um mal aufs Thema zurückzukommen, für MW3 suche ich Leute, die allgemein mit dem Spec Ops Modus zocken wollen. Oder auch mal Eroberung oder Bodenkrieg. Und die dann natürlich, wenn wir eine gute Runde spielen, auch mal Gameplays auftauchen. Und mit denen ich auch gerne mal Duo-Commentaries machen würde, im Skype oder im ICQ, je nachdem. Wobei Skype die beste Variante wäre. Und allgemein, wenn ihr mit mir zocken wollt, solltet ihr mir erstmal eine Nachricht schreiben, was ihr für Spiele habt, welche ihr mit mir spielen wollt. Mir dann eine Nachricht im PSN schicken, also eine Freundesanfrage. Mein PSN-ID steht unten in meiner Kanalbeschreibung. Und dann einfach abwarten, ich werde euch bestimmt zu 80% adden. Wenn es jetzt nicht irgendwelche Snooze-Nachrichten sind, ja, ich will mit dir hier Arkham Asylum spielen, was gar nicht geht. Werde ich auf alle Fälle nicht adden, aber wenn ihr jetzt schreibt, ja, ich will mit dir MW3 spielen, Eroberung, komm, lass mal zocken, oder Spec Ops, dann seid ihr auf alle Fälle mal noch vorne, das kann ich jetzt versprechen. Wenn ihr dazu noch Skype habt und ein PC-Headset, das ist natürlich perfekt, weil da können wir auch nebenbei reden. Ansonsten habe ich mir für die nächste Zeit vorgenommen, euch nur Battlefield 3 zu zeigen aus dem Back to Corken DLC, der gerade parallel runtergeladen ist und schon installiert ist. Also ich werde, denke ich mal, heute Abend anfangen, Gameplay-Videos aufzuzeichnen. Dann werde ich euch ein Let's Play von Assassin's Creed Revelations zeigen oder machen. Worauf ich mich schon sehr freue. Ja, und die Runde geht zu Ende, 90 zu 62. Für uns mit einem letzten Kill aus einer Gatling Gun einfach drauf geranzt. Man muss nicht zielen mit Gatling Gun, einfach ranzen, das reicht zu. Und ich habe ein Punkteverhältnis von 13 zu 11 mit 0 Assists. Ja, 0 Assists, das auch geben, ist mir auch nie passiert. Ich habe sonst immer jemanden angeschossen, wenigstens. Naja, wen interessiert. So, ein Let's Play Assassin's Creed, genau, dauert mir. Ich werde euch ein Let's Play Assassin's Creed machen, oder jedenfalls sogar mit euch machen. Wenn jemand also Bock hat, dabei ein Dual Commentary zu machen, während ich zocke, ich kann euch auch mein Bild über Skype streamen und wir können nebenbei reden und ich nehme das dann auf. Schreibt mich einfach an, ich bin für viele Ideen offen und freue mich auf eure Nachrichten. Um auf das Gameplay zurückzukommen hier, wir spielen jetzt auf Outpost. Mit einer P90 komplett nackt, also ohne irgendwelche Aufsätze. Ich habe die auch gerade erst bekommen und wollte sie da erstmal ausprobieren, weil ich das Teil cool finde. Schon immer cool fand, auch in anderen Spielen wie Counter-Strike Source oder keine Ahnung, Schieß mich tot. Und ja, die Runde ist sehr viel besser als meine erste, die ich euch gerade gezeigt habe. Es sind auch viele sinnlose Tode, wie jetzt. Wir lassen uns mal auf die Fresse. Ich hätte zum Beispiel so Pumpgun, wie das aussah. Aber trotzdem ein ganz schönes Stückchen besser als meine erste Runde. Ich habe wieder die gleiche Killstreaks dabei, also das Specialist Pack. Und die gleichen Perks dabei, also hat sich nicht viel geändert. Außer dass ich die Bowser Betty jetzt mit habe. Und ich liebe die springende Bettina. Die springende Bettina ist eine Göttin für mich. Du legst das Teil irgendwo hin, jemand läuft drüber oder dran vorbei, das Ding geht nach oben und rumst dich um. Wenn ihr über so ein Ding rennt und hört es piepen, dann legt euch hin. Denn wenn ihr liegt, kann ich das Ding am Arsch lecken. Dann liegt ihr da und das Ding macht keinen Schaden bei euch, weil es nämlich ja praktisch ist, wenn man es nicht weiß. Haha. So, wir drehen uns rum und vielleicht sehen wir jemanden stehen. Oh, wo ist er denn? Ach, da! Bam, weg. So. Und der nächste. Ja, vom Sniper gekillt, der hinten stand. Ja, was soll's. Sniper gibt's immer. Scheiß drauf. Wobei ich sagen muss, dass mich Sniper in MW3 weitaus mehr aufregen als in Battlefield. Na gut, in Battlefield reißen die nichts, weil die Evos dumm da liegen. Wobei wir auch schon mal im nächsten Zimmer sind. Sniper und Battlefield. Haha. Wenn ihr in Battlefield 3 Sniper, dann bitte bewegt euch auch. Ich hatte schon Matches, da haben von 12 Leuten 8 Leute gesniped, die lagen bloß dumm rum. Haben 5 Deaths und 1 Kill. Leute, ich frage mich wozu.
Wenn ihr eure Sniper-Klasse aufwerten wollt, dann nehmt euch eine MP und rennt damit rum. Da kann nämlich nichts was heißen noch, wenn ich Sniper kann. Genauso mache ich es nämlich auch. Ich kann null snipern. Egal ob in MW oder in Battlefield. Dann habe ich um meine MP5 dabei, wenn ich Sniper-Klasse spiele und du damit will rumzocken. Und damit klappt's dann. Ja, aber ich bin jetzt Call of Duty, also zu Call of Duty. Ich habe das Spiel seit 2 Tagen, 3 Tagen ungefähr. In einem Wochenende, also heute ist Dienstag, Sonntagabend, gegen um 10 habe ich Level 40 erreicht. Was für mich, als jemand, der Call of Duty selten gespielt hat vorher, siehe Black Ops, in 6 Monaten gerade mal Level 48 oder so, ja, sind wir so tot, wie der Pumpgun. Wenn man mich da Call of Duty selten spielt und nicht so mag, ist das eigentlich ganz gut. Und ich muss sagen, mit MW3 kann ich mich sogar sehr gut anfreunden. Ich finde es weitaus besser als Black Ops. Und ich finde sogar manche Belangen besser als Battlefield. Jetzt grafisch gesehen nicht, das ist klar. Also an Battlefield, das ist wie als würdest du Hunger mit Schnitzel vergleichen. Das geht nicht. Also grafisch gesehen ist Battlefield weiterhin top. Aber spielerisch gesehen finde ich Modern Warfare 3 actionreicher. Okay, Battlefield ist auch Action. Wenn man gut spielt, hast du da genug Action. Aber ich finde es auf die kleinen Maps auch ganz cool. Ich muss nicht immer bloß über die großen rennen, wie Battlefield. Das ist manchmal wieder zu groß, wenn man so ein dummes Gammer-Squad hat. Zack, Messer. Und ich finde es ganz cool. Ich hoffe mal, dass gute Maps kommen, dass sie nicht diese MW2-Maps bloß recyceln und dafür gerne Geld verlangen. Ey, dieser Pumpgun-Typ, das merke ich jetzt, dass dieser Pumpgun-Typ hat mich dreimal gekillt, ne? Also, so ein Troll. Und das wäre schon ziemlich dreist. Für MW2-Karten, Geld verlangen, nochmal, bloß weil es ein Off-Bus ist. Nee, Leute, bitte nicht. Macht ihr aber gescheite neue Karten. Wenn dann recycelt man Nuketown oder macht ein neues Nuketown, das wäre cool. So eine kleine Map, wo sich alles bündelt. Das wäre schon ganz nice, ja. Ja, wie ihr seht, ich glaube, ich habe die Waffe in dem Match Level 3 oder so gekriegt. Also es war schon ganz beachtlich. Natürlich meistens bloß gesprayt, einfach reingerotzt und das gut. Weil mit so einem MP zu zielen ist ein bisschen sinnlos. Obwohl, wenn man zielt, schafft man einiges mehr. Aber ich finde das Spray ganz cool mit der. Vor allem jetzt habe ich auch schnell Follower drauf. Auf meinen zukünftigen Gameplays werdet ihr sehen, da habe ich eins auf Resistance, genau, ich spreche Französisch, Resistance. Und da habe ich die mit Schnellfeuer und ich dachte, Scheinwerfer gespielt. Und die ging so ab. Ja, dieser Firma, Leute, der Typ hat mich jetzt viermal gekillt mit so einer Pumpgun und. Nee, es geht gar nicht. Also, Pumpgun auf solchen Maps ist wieder sinnlos. Ja, ihr seht, die Bouncy Betty, die liegt eigentlich bei mir immer bloß. Also, sobald ich rauskomme, irgendwo aus dem Bereich, wo ich aufgeschützt bin und nochmal zurück will, Bouncy Betty hingelegt, damit man ja keiner hinterher rennen kann, ey. Ja, Semtex. Semtex mochte ich in Black Ops. Ja, das mochte ich an Black Ops. Semtex fand ich ganz cool. In MW3 habe ich es bisher noch nicht groß gespielt, irgendwie. Mir gefallen die Bouncy Betty und die Minen, also die Minen ein bisschen besser. Ich finde sie weitaus praktischer, weil Semtex, ja, wenn du dich triffst, bist du in der Marsch. Ja, schön im Rücken geschossen, wie immer. Und ich bin so der Bronzing Betty Typ. Die springende Bettina ist halt doch wirklich für mich die Göttin. Die Göttin der offensiven Granaten, sagen wir es so. Also, jetzt habe ich den Rixer auch mal gekillt. Die da um die Ecke gelunzt hat, wie kann er nur? Ja, wie man gesehen hat, hat meine Waffen gerade ein Level abgemacht. Also so plus 2 Level oder 1 Level, keine Ahnung, ist schon eine Weile her. Ich habe das Wochenende so viel gezockt, ich weiß gar nichts mehr. Ja, ist ein bisschen orientierungslos rumrennen, jemanden suchen, vielleicht finde ich jemanden. Ja, nee, ja, um die Küste rennen, ja, nee, ist keiner, scheiße. Obwohl, da links lag einer, na, zu spät. Spiel ist schon gespielt. Ja, also mein Aiming, also ich muss echt sagen, mein Aiming ist godlike, also mit diesem 10 MP rumzuzielen. Da passiert sowas. Entschuldigung, ich weiß, würde man nicht machen, aber ist mir gerade egal. Mein Geräuschbuch, dass das Schnittaufnahme jetzt ist, die ich versammelt habe. Und irgendwann muss auch mal gut sein. Ja, ich bin rückgeschossen.
Wobei ich manchmal frage, warum dieses Bild so verwackelt. Als ich gespielt habe, habe ich eigentlich ganz normal drauf gezielt. Jetzt kommt eine schöne Stelle. Wir haben einen UAV draußen. Ich habe den Typen gerade erschossen. Und ich habe keinen Schalldämpfer. Sprich, die Leute wissen, wo ich bin. Ich hocke im Haus hier. So, und da oben seht ihr. Da wartet einer. Und wartet. So, der kommt rein. Erschossen. So. Man sieht mich immer noch, weil ich gerade geschossen habe. Jetzt kommt gleich der nächste. Der will rein. Oh mein Kumpel, der mischt die von hinten. Das war so cool. Ich glaube, der hätte mich sogar weggeholt, hätte der Typ da nicht von hinten geschossen. So. Unser Gameplay neigt sich langsam dem Ende zu, genauso wie dieses Commentary. Ich kann es euch schon verraten, ich habe dieses Ding gerissen, ich habe die letzte Killcam gekriegt und den letzten Kill logischerweise. Und so, den vorletzten Kill mit. Wow. Und zwar genau jetzt. Mit einem Mega-Aiming. 3000 Kugeln daneben und eine trifft. Und das Spiel geht 10.000 zu 9.200 aus und mit einem KD oder mit einem Kill-Death-Verhältnis von 17 zu, lasst mich nicht lügen, 17 zu, Moment, ihr seht's, 17 zu 12. Darum sage ich jetzt Tschüss und Bye-Bye.